Ein ganz besonderes Ereignis steht uns in diesem Monat April 2021 noch bevor. Es ist der Pink Supermond. Der Mond ist ganz nah an der Erde und er ist riesengroß und klar und strahlend und seine Energie ist jetzt schon ganz massiv zu spüren. Er steht in Verbindung mit dem Sternzeichen Skorpion und der Skorpion mit seinem Stachel bringt uns in Berührung, zeigt uns unseren größten inneren Schmerz, unsere tiefste, in uns verborgene Angst. Und wie du damit umgehen kannst, dazu mehr in diesem Video. Und ich teile mit euch einen persönlichen Horrortraum, den ich hatte, der ganz gut zum Ausdruck bringt, was gerade los ist. Vielleicht hast du mein Energieupdate für den Monat April gesehen. Dort spreche ich davon, dass wir im April den energetischen Höhepunkt des Jahres 2021 erleben. Und mit dem Vollmond im Skorpion steigert sich das Ganze noch. Und das erleben wir gerade ganz, ganz massiv. Auch mit dieser Situation des mutierten Virus, wo immer mehr Menschen in den Intensivstationen liegen und es wirklich tiefste Ängste in uns auslöst, Urängste, Todesängste, die wir vielleicht so noch nie in dieser Weise erlebt haben, hier zumindest in diesen europäischen Ländern. Und was ich auch im Außen erlebe und was sich die letzten Wochen gesteigert hat, hin auf diesen Supermond sozusagen, ist diese starke Polarisierung, dass Menschen auf ihre Meinung, ihr Recht, ihre Stimme sozusagen sie wichtiger sehen als die Meinung und das Recht eines anderen, wo Menschen kleingeredet werden, die eine andere Meinung, eine andere Sichtweise haben. Das erlebe ich gerade sehr, sehr stark auch in den sozialen Netzwerken, wo es ein bisschen darum geht, bist du systemkonform oder bist du gegen das System? Ganz, ganz massiv. Und wir erkennen nicht, dass es darum geht, wirklich wieder die Dinge zu finden, die uns verbinden, statt immer mehr uns zu trennen voneinander. In diese neue Zeit, in die wir gehen, die Zeit des Wandels, dort geht es um die Verbindung, um die Integration. Wir dürfen verstehen, wir sind holographische Wesen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich in jeder Zelle meines Körpers eigentlich das reine Universum, die ganze Essenz des Universums in mir trage, in jeder Zelle, dass da nichts fehlt und dass ein anderer neben mir genau das Gleiche ausstrahlt oder genau die gleiche Essenz in jeder Zelle erhält. Nur seine äußere Form, sein äußeres Kleid ist ein anderes als meines. Jedes Puzzleteil, jeder Mensch ist ein ganz einzigartiges Puzzleteil. Absolut einzigartig. Und für das große Puzzle brauchen wir genau jedes Puzzleteil. Jeder Mensch ist wichtig. Aber ebenso ist die Essenz jedes Puzzleteils das Gleiche. Das bedeutet holographisch. In jedem kleinen Zelle spiegelt sich das ganze Universum. Es ist schon ganz in sich. Wir müssen es nicht ganzer machen, als es schon ist. Wir müssen es wieder erkennen. Das ist das in diese neue Zeit, in die wir gehen, in die vierte Dichte in der vierten Dimension zu erkennen, die Verbindung miteinander, dass wir alle Teil Gottes sind und diese Lampe Teil Gottes ist und ein Tier Teil Gottes ist, dass es keine seelenlosen Menschen gibt. Das ist diese alte Idee zu denken, diese verstaubte alte religiöse Idee zu sagen, da ist Gott und da ist der Teufel. Ja, das ist dieses starke Polarisieren. Da dürfen wir rausgehen. Es gibt nur Gott. Gott hat alles geschaffen. Den Teufel und das kleine Gottesbild, das wir vielleicht manchmal noch in uns tragen. Wir tragen alle in jeder Zelle das Urbewusstsein selbst, das Gottesbewusstsein. Und da gilt es wirklich wieder zu finden, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Und jetzt möchte ich gerne von meinem Traum erzählen. Und das ist wirklich, ich habe mir lange überlegt, soll ich diesen Traum überhaupt erzählen, weil es ist eigentlich ein Horrortraum.
Aber ich denke, er spiegelt ganz gut, wo wir gerade in welchen Prozessen wir stecken und was uns wirklich jetzt weiterhelfen kann. In diesem Traum habe ich einen Jungen gesehen, vielleicht so 7 Jahre alt, 6, 7 Jahre alt. Und er war mehr in einer ärmlichen Umgebung. Ich habe ihn gesehen in einem Art Wohnwagen und dieser Wohnwagen war sehr spärlich alt. Man konnte ihn von innen gar nicht verriegeln. Und dort sah ich diesen Jungen und ich wusste, dieser Junge wurde missbraucht. Es war Teil seines Lebens, seiner Lebenserfahrung. Und dann habe ich ihn dort mit einem Mädchen gesehen. Und dieses Mädchen war wie, als wäre sie neu dazugekommen. Sie hatte diese traumatischen Missbrauchserfahrungen nicht gemacht wie der Junge. Und der Junge wollte sie ein Stück weit dort auch raushalten, sie eher retten davor. Und hat ihr mehr oder weniger vorgeschlagen, lass uns fliehen, lass uns hier rausgehen, lass uns in die Freiheit gehen. Und dieses Mädchen aber hatte Angst, sie konnte nicht diese Umgebung einfach verlassen. Sie konnte nicht rausgehen. Und dieser Junge war voller Liebe für dieses Mädchen. Und ihm war klar, dass das nicht die richtige Lösung sein wird, in diesem Wohnwagen zu bleiben mit ihr, dass dort Gefahr droht. Doch er blieb bei ihr, weil er ihr beistand. Und ich habe mich dann im Traum plötzlich aus der Situation herausgesehen, außerhalb des Wohnwagens. Und es war dann dunkle Nacht, es hat geregnet. Und ich wusste, ich musste diesem Jungen helfen oder diesen beiden Kindern helfen. Und ich wollte die Polizei oder den Notarzt rufen und habe nach einer Nummer gesucht und keine Nummer gefunden. Ihr kennt es bestimmt auch. Dann habe ich nur die Nummer eines Zahnarztes gefunden und habe gedacht, den kann ich jetzt in der Nacht nicht anrufen. Ein Zahnarzt wird nicht kommen und helfen. Und dann war, ich glaube, mein Mann war dann plötzlich noch bei mir und dann sind wir zurückgerannt zu dem Wohnwagen. Und ich habe diese Wohnwagentür geöffnet und dort war eine Stille und ich wusste schon sofort, dort ist was passiert und ich sah dort auch einen Mann, der sehr, sehr wütend war. Und ich habe diesen Jungen gesucht in diesem Raum. Und ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, was ich gesehen habe, aber im Grunde hat dieser Mann diesen Jungen umgebracht, ermordet mit einem Messer. Und ich möchte das jetzt nicht schildern, wie das aussah, aber ich habe diesen Jungen genommen und ich habe ihn auf so ein altes Sofa gelegt in diesem Wohnwagen. Und ich habe mich über meine Hände, habe ich mich mit diesem Jungen verbunden. Und ich habe ihn gespürt, ich habe ihn gefühlt, ich konnte mich mit ihm austauschen. Und er gab mir dieses Gefühl eines großen, tiefen, inneren Friedens mit, der Vergebung. Er hat seinem Peiniger vollkommen vergeben. Er war vollkommen frei. Und er hat nur diese ganz große Liebe ausgestrahlt. Und diese Liebe, die ging so richtig über meine Hände auch in mich hinein, in mich über. Und ich konnte diese große Liebe spüren. Und wie wichtig dieses Thema der Vergebung ist, dass wirklich die Vergebung uns befreit. Und wenn du mal jemandem vergeben hast, und da reingespürt hast, dann weißt du, was ich meine. Das macht unendlich frei, das macht einem groß, es macht einem weit, wenn wir wirklich einem anderen 100% vergeben können. Das bedeutet auch immer, wir vergeben uns, weil das, was wir im Außen tun und agieren, das passiert auch gegenüber uns. Im Grunde muss es sogar erstmal in uns passieren, weil das Außen immer eine Reflexion unserer eigenen inneren Bewusstseinszustandes ist. Es gibt keine fixe Realität da draußen. Jeder nimmt etwas anderes wahr. Spreche ich ganz oft in meinen Videos davon. Ja, und das ist wirklich der Weg der Verbindung, wieder zu verstehen. Wir sind alle Gott. Wir machen unterschiedliche Erfahrungen und nur weil es das Böse dort draußen gibt, musst du dich dort nicht einklinken. Das ist wirklich etwas, was ganz, ganz wichtig ist.
wenn du in deinen inneren Prozessen dich damit, das, was nach oben kommt, das, was ein Gefühl nach oben kommt, zeigt dir genau, was in deinem Unterbewusstsein vorgeht, was es dort für Programmierungen gibt. Wir können diese oftmals nicht erkennen in unserem Wachzustand, was ich für Programmierungen in mir trage. Aber in meinem Fühlen, in dem, wie ich denke und wie ich handle, spiegle ich genau das, was ich als wahr empfinde, was meine Programmierungen sind. Und das spiegelt mir das. Und dort kann ich hinschauen, wie fühle ich, wie denke ich über andere, wie denke ich über mich, und dann dort das nehmen und zu hinterfragen, was muss ich von mir selbst glauben, dass ich so mich fühle. Das bringt uns dorthin in diese eigene innere Verwandlung. Und die kann uns im Außen niemand abnehmen. Und die Vergebung kann ein ganz, ganz großer Aspekt davon sein. Dort erfahren wir wieder wirklich Heilung. Und unser Planet braucht jetzt diese Heilung. Und jeder, der diese Heilung ein Stück weit in sich selbst kreiert, tut es für alle, für das ganze Kollektiv. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges, was ich heute mit euch teilen wollte. Und zu verstehen, dass da draußen niemand die Macht hat, über dich zu bestimmen, sondern wenn du in diesen inneren Frieden in dir findest und dich mit deinem göttlichen Aspekt verbindest, wird dir das auch im Außen gespiegelt sein. Du kannst vielleicht im Außen noch manchmal das Chaos sehen, ja, aber es ist wie eine Glaswand zwischen dir und diesem äußeren Chaos. Und es berührt dich nicht wirklich, es geht dich nichts mehr an. Es sind andere, die dann in diesem Spiel agieren, aber du nicht mehr. Ja, wenn du denkst, du kennst jemanden, für den diese Botschaft wichtig wäre und gerne diesen Traum teilen möchtest, ich träume öfters solche Dinge und helfe anderen in meinen Träumen. Und manchmal ist es wirklich ein bisschen wie in einem Krimi in meinen Träumen. Aber das ist in Ordnung, weil ich weiß, ich helfe dem Kollektiv damit, Dinge zu lösen. Und ja, ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Was träumst du? Ich würde mich freuen, wenn auch ihr, wenn wir ehrlicher miteinander umgehen und Dinge miteinander teilen, die wir vielleicht uns noch nicht getraut haben, miteinander zu teilen und zu erkennen, wir sind uns alle so ähnlich. Dieser Gottesfunke in uns, der leuchtet in allen ganz, ganz ähnlich. Und nur weil die Form, die äußere Form eine andere ist, soll uns das nicht abhalten zu erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind und im Grunde alle ein glückliches und erfülltes Leben uns wünschen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und sage Namaste.